Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect. So, wir haben jetzt noch mit Tali zu reden. Unseren Crewmitgliedern. Und dann geht's, glaube ich, schon wieder weit hinaus ins... Ah, hier können wir noch was untersuchen. Schön. Auch mehr Codex-Einträge. Techniker Adams. Was kann ich für Sie tun, Commander? Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffs. Meine letzte Station war die Tokyo. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Ich glaube, das haben wir auch schon gehabt. Natürlich. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Dann reden wir mal mit Tali. Jawohl, Commander. Oh, hallo, Shepard. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Schiff ist fantastisch und Ihre Crew hat mich großartig aufgenommen. Insbesondere der Chief Engineer. Aber ich fühle mich einfach nicht dazugehörig. Die Normen, die läuft so ruhig, als würde sie sich gar nicht fortbewegen. Auch die Maschinen sind so ruhig. Können Sie nachts gut schlafen? Hält sie die Stille vom Schlafen ab? Auf der Flottille bedeutete Stille Gefahr. Zum Beispiel, wenn eine Maschine oder ein Luftfilter ausfällt. Hier muss ich mir darüber wohl keine Sorgen machen. Aber diese Wachsamkeit ist eine alte Gewohnheit. Aber es ist nicht nur diese Stille. Dieses Schiff fühlt sich so leer an. Als ob die Hälfte der Crew nicht an Bord sei. Als ich noch zu Hause war, konnte ich meine Pilgerreise kaum abwarten. Ich wollte nur raus aus dieser Menge. Aber jetzt, wo ich hier bin, vermisse ich sie. Ich brauche meine Crew in Topform. Ihre Tagträumerei über ihr Zuhause lenkt sie nur ab. Keine Sorge, Shepard. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Wenn wir Saren nicht aufhalten, gibt es keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren könnte. Ich werde bereit sein, wenn Sie mich brauchen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Okay, da war auch wieder etwas forscht, der Herr Shepard, aber passt ja zum Charakter. So, da haben wir, glaube ich, hier jetzt soweit alles abgefrühstückt. Aber wir können beim Kollegen hier mal bei unserem Ausrüstungsoffizier mal gucken, ob der irgendwas Schönes hat. Da ist er. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Wie gesagt, ich glaube, die Waren hier sind 10% teurer, als wenn wir sie halt direkt auf der Citadel oder so kaufen würden. Ja, die können wir uns auch noch nicht leisten. Ich glaube, wir rüsten unsere Crew noch aus. Tali. Du kriegst neue Pistole. Oh, die ist gar nicht so viel besser. Die Stinger wäre besser. So, dann machen wir da vielleicht noch den Reißer vielleicht erstmal drauf. Ja, an Rüstung haben wir für dich halt auch noch nichts Neues. Gut, das wär's mit Tali. Rex, du kriegst eine neue Shotgun. Oh ja. Das lohnt sich. Die haben auch noch gar keine Dings drauf gesetzt. Da haben wir den Kühlkörper. Und den Hammer. Ich glaube, das ist bei der Shotgun gar nicht so verkehrt. Bio-Verstärker haben wir keine Rüstung. Ich glaube, für den finden wir auch kaum Rüstung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So, Garrus. Haben wir für dich denn ein neues Sturm? Nee, ich wollte den ja eher auf Präzision packen. Dann geben wir dir mal den Hammer. Und... ja, du kriegst auch noch einen Kühlkörper und dann panzerbrechend. Da hätten wir zum Beispiel neue
Ja, bringt aber jetzt nicht so viel. Obwohl, vielleicht machen wir da mal das Chamäleon drauf. Und wir hätten auch noch eine neue Rüstung für dich. Oh, die sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Notfallinterface 1. Den packen wir das mal drauf. So, als nächstes Kaidan. Ich hatte mir, glaube ich, auch auf Pistole geskillt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich guck mal gerade nach. Ach, kann ich, glaube ich, gerade nicht nachschauen. Dann geben wir ihm einfach mal noch eine neue Pistole. Hat er schon gar nicht schlecht ausgerüstet. So. Dann da den Kampfsensor 3 drauf. Und Phasenmunition. Ja, ich glaube, den haben wir wirklich auf Pistole geskillt. Bringt dir das denn was? Ja, ein bisschen. Sieht ja auch nett aus. Ashley. Ich glaube, für dich finden wir auch kein besseres Sturmgewehr im Moment, oder? Nein. Da können wir, glaube ich, auch nichts Sinnvolles mehr draufpacken. Die Reißermunition möchte ich gern drauf behalten. Ich glaube, für dich haben wir hier schon die beste Rüstung rausgesucht. Ja. Okay. Ich will gerade bei dem Herrn Grogana nochmal gucken. Ach, die kann er, glaube ich, noch nicht, weil wir noch nicht auf schwer geskillt haben. Alles klar. So, dann jetzt zum Ausrüstungsoffizier und unseren ganzen Schamas mal verkaufen. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Den wir halt noch haben. Sehr gern, Commander. Verkaufen. So. Weg, weg. Zack, zack, zack. Dann hauen wir das nämlich gerade mal schnell durch. Ich glaube, auf den späteren Leveln sollte ich mir vielleicht ein bisschen was noch aufheben an Alternativen. Aber im Moment komme ich, glaube ich, ganz gut mit zurecht. Ist Inventar nicht mehr so übel vollgemüllt und dann sollte das eigentlich passen. Wo vielleicht hätte ich noch... Ja, es ist zu spät. Brauchen Sie Vorräte? Können es nochmal zurückkaufen. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Ah ne, ich sammle mir dann irgendwas. Dass ich halt für Garus oder so vielleicht noch ein Sturmgewehr zweites als Alternative einpacke. Okay. Dann wäre unsere Crew ausgerüstet. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Und wir schauen mal ins Tagebuch bei den Aufträgen. Das ist eine ganze Menge. Kümmern wir uns vielleicht erstmal um die ungewöhnlichen Signale. Arbeiten wir es mal von unten nach oben ab. Hydra-System Argus Ro. Schauen
schauen wir doch da mal nach. Einmal auf, bitte. So, hallo Karte. Ja, Pheros, dann können wir hier nochmal raus. Armstrong. Argus Roh, genau. Hydra. Jetzt haben wir wieder einen kurzen Ladebildschirm. Ach ja, und wir docken ab. Oder legen ab. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Wieso rufen Sie immer mich, wenn es ein Problem gibt? Sie sind ein Spectre, Shepard. Und dies ist keine gewöhnliche Mission. Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Wollen Sie damit sagen, dass dieser Computer nun selbstständig denkt? Wir sind nicht blöd, Shepard. Das ist eine virtuelle Intelligenz, keine echte KI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Wir haben hier nichts Illegales getan. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. VIs bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Können Sie sie nicht aus der Ferne deaktivieren? Unsere Notfallsysteme reagieren nicht. Die VI operiert in einem geschlossenen Netzwerk. Sie kann nicht auf externe Systeme zugreifen, aber wir haben auch keinen direkten Zugriff auf ihre Prozesse. Wir könnten sie vom Orbit aus bombardieren, aber Schäden an der Anlage wären katastrophal. Daher wäre es uns lieber, wenn jemand den Kern herunterfährt. Jemand wie Sie. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Na gut, dann schauen wir mal. Jetzt können wir halt hier die ganzen Monde durchgehen. Ah, und da können wir auch schon mal erkunden. Danke, das gibt halt immer so ein bisschen was an Zeug, ein bisschen Gasvorkommen. Da haben wir nichts. Hier noch was. Auch nicht. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argus Roh. Wiederhole. Argus Roh. Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. Tja, da müssen wir runter. Hitzegefahr, Stufe 2. Medgoth ist ein großer terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Die heiße Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Nickel mit Vorkommen an Kalium und Schwermetallen. Der Planet gilt als mineralogische Schatzkiste, weil die ständigen Vulkanausbrüche konzentrierte Schwermetalle an die Oberfläche spülen. Dann schauen wir da doch mal kurz vorbei. So, wir hatten letztes Mal ja Ashley und Tali mit dabei. Nehmen wir jetzt mal Hörten und Garrus. Wie gesagt, das sind eigentlich die, mit denen ich bei meinem Privatlauf meistens durchgelaufen bin. Und die müssen wir ja müssen wir auch noch steigern. Nehme ich an.
So, das ist mal angekommen. Deshalb, wie gesagt, wenn wir aussteigen, halten wir es halt nicht lange durch. So, dann werden wir dich mal steigern. Ich auf jeden Fall hier Präzisionsgewehr. Das machen wir mal gerade voll. Dankeschön. Die Panzerung aber auch bei dir. Das könnte... Oder machen wir bei dir die Chiffrierung? Ne, ich will auf jeden Fall die Panzerung nochmal. Zumindest mal auf die Hälfte ungefähr. So. Auch mittelschwere Panzerung. Den Rest mal bis mal in die Chiffrierung. Sehr schön. Earth Notch. Du kriegst jetzt ganz viel in Schrotflinte. So, und der Rest geht in Panzerung. Haben wir nämlich einen wunderbaren Tank mit dir. Was sich halt auch sehr anbietet. Und ja, Fitness ist auch nicht verkehrt. Dass du mehr Lebenspunkte hast. Alles klar, wir haben nix. Tagebuch gerade nochmal reinschauen. Dann kümmern wir uns mal um die VI. Zack. Quick Save. Ab geht's. Mit M war die Karte. Genau, wir sind jetzt hier. Und da haben wir jetzt ein paar Sachen, die wir uns anschauen können. So Anomalien und hier haben wir ein paar Trümmer. Und da kann man halt dann immer ein bisschen was ja, rausholen. Und wir fangen mal gerade hier an. Yep. Ja, das Ding ist zum Glück auch quasi durch Fallschaden nicht zu zerstören. Und halt auch sehr, sehr geländegängig. Was ich sehr angenehm finde. So, mal gerade auf der Karte gucken. Wir fahren genau dran vorbei. Das heißt, wir drehen mal ein bisschen. Noch mehr. Also man kann halt nicht überall hoch, aber doch an relativ vielen Stellen. Und dann gibt es halt immer noch die Möglichkeit, hier so ein bisschen einen kleinen Boost einzusetzen. Ist manchmal ja, nicht so hilfreich, aber na komm. So, das hätten wir, glaube ich, auch komplett sparen können. Uns mit der Felserklimmung hier. Fahren wir mal da hinten rüber. Komm, du kleiner Marco. Das kriegst du doch hin. Ah, jetzt haben wir auch auf der Minimap schon mal die Markierung. Dann hoffe ich mal, dass wir die dann auch noch gleich ja, reichen werden. Na, hier geht's. Ist etwas... besser befahrbar, das Gebiet hier. So. Eine turianische Leiche haben wir da. Also wir können es halt nur relativ kurz raus. Ja, mit dem Artefakt. So. Turianische Insignien. Bei der Untersuchung des Wracks fanden sie einen Brief, der mit den Insignien der Gotis-Kolonie gezeichnet war. Leider ist der weitere Text nicht lesbar. Danke. So, damit hätten wir das nämlich abgeschlossen. Jetzt müssen wir halt rein, bevor hier die Dings aufgeladen ist. Hier unten die Anzeige. So, und dann... müssen wir, würde ich glaube ich als nächstes noch ganz gerne das andere Signal, dann würde ich mir glaube ich als nächstes die Trümmer noch ganz gerne anschauen. Können wir auch per Rechtsklick uns markieren. Sollte in dem Fall jetzt nicht nötig sein. Ja, ich glaube das machen wir gerade noch fix. Einfach nur geradeaus, so wie ich das sehe. Zwar ein Stückchen, aber
Jetzt sollten einigermaßen gut durchkommen. Noch wollte uns nichts angreifen hier. Vielleicht ändert sich das noch. Also es muss jetzt nicht auf jedem Planet irgendwelche feindliche Lebensformen müssen da vorkommen, aber ab und zu passiert es halt doch schon mal, dass dann da was rumläuft und uns töten will. Und da ist halt auch ganz gut, dass der Marco halt noch so gut bewaffnet ist. So, dann wären wir da bei den Trümmern angekommen. Natürlich hier unten. Ab. Schauen wir da halt noch kurz nach. Okay, da brauchen wir mehr Elektronikfähigkeiten. Alles klar. Gut zu wissen. Ist halt die Frage, ob ich dann dafür jetzt nochmal extra zurückkommen würde irgendwann. So, dann möchte ich gerne noch einmal hier raus. Und verabschiede mich schon mal an der Stelle für diejenigen, die die Codex-Einträge oder von denjenigen, die die Codex-Einträge nicht interessieren. Und dann beenden wir die Folge, zumindest den regulären Teil. Und für alle, die jetzt noch nachschauen wollen, geht's weiter mit den Codex-Einträgen. Das wär's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.